Neuralnetzprozessor. Ist das jetzt eine Hauptquest? Ist eine Nebenquest? Naja, gut. Oh, wir haben einen neuen Fähigkeitenpunkt. Der kommt ins Herstellen. Zack. Sehr schön. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch das übrig hier. Das Härte-Dings, dass wir mehr aushalten. Haben wir bisher aber nicht so gebraucht, ne? Ach, da ist er. Kann ich nochmal mit ihm reden? Gut angeleuchtet, der Herr. Na gut, dann machen wir mal wieder eine Mücke, wa? Dann ziehen wir mal weiter. Achso, geht direkt in die Zuflucht, muss ich nicht durch die Map rennen. Hoffentlich. Oh. I have to say, you're doing quite well without my help. What are you doing here? You have to get the ones you care about to leave the shelter. They'll be in great danger if you don't do what I say. But remember, Jacob, that has to stay between us. Why? Because things need to play out the way they're supposed to, that's why. I have been here from the beginning. Each of your friends already knows the reason they need to leave. You just have to remind them. Okay. Wann kann ich es Commander Baron sagen? Wer zur Hölle bist du? Weißt du irgendwas über den Infiltrator-Prozessor? Oh, das will ich wissen. Do you know anything about a CPU that Mac wants me to steal? I do. If hacked, we could take over an infiltrator. Dr. Mac is capable of doing that. I'm not so sure if Alvin can. I think you should steal it. Okay. Und wer zur Hölle bist du? Who the hell are you? That I can't tell you. It could change the choices that you make in the future, and we can't have that. So whatever happens, you can't know my identity. Not yet, at least. Haben die nicht fast die ähnliche Stimme? Ich schwör's dir, das ist sein eigenes Selbst. Aber wenn er in die Augen schaut, müsste er das doch erkennen. Kann ich es Commander Baron sagen? Can I tell Commander Baron? No, she won't allow it. Then she will start to question you and keep you away from your missions. That cannot happen. I think I'm more confused than I was before. Okay. Just stay focused. We'll see each other soon. Very weird. Wirklich sehr weird. Und wo haben wir ihn jetzt getroffen? Vor der Tür oder wo? Da draußen wahrscheinlich. Ist hier irgendwas Neues? Nee. Wirklich, wirklich merkwürdig. Nee, okay, keine neuen... Oh, gesperrt, okay. Nichts Neues, nichts... Gebrauchbares. Oh. You know, quiet is good. Quiet means we're not getting shot at. Ach, das war's schon. Ja, gut. Da hat er nicht ganz Unrecht. Rivers, DN 46890. Welcome back, Sergeant. Hallo, Hundi. Ja, hi. Das war's schon. Okay. Wie auch immer die das Auto hier runterbekommen haben. Das habe ich mich letztens schon gefragt. Genauso wie die Karre. Und warum ist sie hier unten? Hier ist nix. Oh. Ryan, ich kann mit ihm nicht reden. Gut. Ich kann hier wahrscheinlich mit gar keinem reden. Ah, erstmal verkaufen. Mahlzeit. You need anything? Ja, ich will zum Laden. Ja. Can I see your hardware? So, ciao. 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 Ach so, wir hatten auch noch einen Raketenwerfer in der Tasche gehabt. Fällt mir halt auf. Haben wir aber nun wirklich gar nicht gebraucht. Was haben wir eigentlich dafür bekommen?
1800? 3000? Achso, wahrscheinlich 3000, weil wir Chips drin haben, ne? Wie viel haben wir? 13.000. Machen wir 3. Dann haben wir die 10 voll. Was können wir noch gebrauchen? Rohrbomben, Schrotflintmunition kam weg, nutze ich eh nicht. Kleine Munition brauche ich auch erstmal nicht, aber wir brauchen den Platz, den Inventarplatz brauchen wir. Eigentlich brauche ich auch die Munition nicht, ne? Das ist alles Plasma, ne? Ja. Ciao. Obwohl. Nee, komm weg. Was soll ich mit dem Mist? Jetzt mal ehrlich. Ich schieße gerade nur mit Plasma. Ja, und den Rest brauchen wir eh zum, wenn wir mal bauen. Sicherheitshalber nehmen wir noch ein paar Dietriche mit. Falls sie kaputt gehen sollten. Und wir nehmen hier... Oh. Hä? Ist lila besser als gelb? Scheint so. Und die haben aber nur so Punkte. Kostet 3500. Nehme ich mal mit. Ja, was sollen wir denn sonst mit der Kohle machen? Sind wir mal ehrlich. Komm. Ist egal. Habe ich mal mitgenommen. So. Und dann gehen wir nochmal ins Inventar. Verbessern. Oh, okay. Das bedeutet, die gehen auf alles. Die passen mit allem. Ja gut, jetzt habe ich natürlich weniger Damage, was aber voll okay ist. Das heißt, das kann ich einfach überall ransetzen. Hä, voll gut. Jetzt haben wir 88 Damage. Finde ich gut. Okay, hat sich dann eigentlich schon gelohnt. Verbessern. Ah, Schaden, Schaden, Schaden. Okay, ja gut, habe ich nicht mehr. Bin natürlich so andere Werte hochreißen, aber auch hier nur Schaden. Den kann ich nicht verbessern. Ja gut, ich könnte halt nochmal Ladestreifen gehen. Aber eigentlich gar nicht notwendig. Nee. Hä? Mal kurz zurück. Hat er gespeichert? Mist, wo war denn jetzt das, was ich vorher hatte mit Schaden hier? Ah, das ist das hier. Das passt doch gar nicht darauf. Mit zwei am Anfang. Ah, das hier war... Ja, gut. Aber Feuerrate könnten wir hochziehen. Machen wir das mal. So. Wir sind schneller mit der Main-Knifte ballern. Finde ich okay. Gut. Haben wir auch da wieder ein bisschen aufgewertet. Ah, Aaron, stimmt. Ja, ah, sorry. Oh, die Arme. Hey, Jacob. Did you see Jennifer on your way here? Isn't she here? She hasn't come back yet, but I'm sure she's fine. About Hollywood Hills. How did it go? I've been to Hollywood Hills and found your old house. Did you? Aaron zum Gehen überreden. Ja, der Dude hat gesagt, wir sollen alle, die uns lieb sind, zum Gehen überreden. Und das machen wir. Ach so. Ah, nee. Hä, Moment. Aber da müssen wir sie ja anlügen. Hä, das ist ja doof.
Ich will sie nicht anlügen. Oh, jetzt bin ich im Zwiespalt. Also der Typ hat gesagt, wir sollen alle, die uns lieb sind, dazu bringen, zu gehen. Ich dachte halt, den Bunker verlassen, aber dass ich sie deswegen anlügen muss? Ich kann dir doch sagen, ey, du solltest den Bunker verlassen, ich weiß das aus sicherer Quelle. Anstatt sie anzulügen, ich will sie nicht anlügen. Vor allem dann geht sie nach Mexiko und dann ist da niemand. Bin ich im Zwiespalt. Oh no, was mache ich denn jetzt? Er hat keinen Bock, dass sie verrecken. Aber ich will die auch nicht anlügen. Das ist total dämlich. Oh Mann! Das ist so doof. Die gucken uns so erwartungsvoll an. Was mache ich denn jetzt? Mann! Komm, sicher ist sicher. Wir lassen sie gehen lieber. Wer sagt jetzt aber, dass es ihr dort... Naja gut, der Typ hat gesagt, dass es nicht gut ist, wenn die im Bunker bleibt. Ich kann sie nicht anlügen. In der Hoffnung, dass er noch lebt. Also sie in der Hoffnung lassen, dass er noch lebt. Ich kann sie nicht anlügen, Alter. Ah, Krise. Ich hasse sowas in Spielen. Ich will einfach nur eine Story spielen. Ich will mich nicht entscheiden müssen. Mano. Wir sagen ihr die Wahrheit, oder? Wir sagen ihr die Wahrheit, komm. I found Peter's body there. They got him, but he left you a letter. I'm sorry. I have to get back to work. God knows there's plenty to do. Aaron. What, Jacob? Do you understand what I'm saying? And what do you want me to do about it? Weep for him in front of you? Believe me, I have plenty of sleepless nights in my future. But excuse me if I'm not gonna make a spectacle of myself in front of everyone. I want to be left alone now. Warum ist sie denn jetzt sauer auf uns? Warum ist sie denn jetzt sauer auf uns? Okay, hätte ich sie auch angelogen, Alter. Naja, gut, wenn sie die Wahrheit nicht verkraften kann, ist er selber schuld. Moment. Mission. Ach ja, ich soll den Dings stehlen. Den Prozessor. Warte mal, wo bin ich denn jetzt? Zurück. I forgot. What was I supposed to bring? Hä? You know what? You're lucky. No one will ever mistake you for a machine. What do you mean? Exactly. Antragsformular? Field Commander Jessica Barron, Muster Rose, Farbe Nein, Stelle am Körper Brust. Kommentar vom Antragsteller. Hä? Antragsformular? Hä, was soll das denn für ein Formular sein? Für ein Antrag sein? Hä? Halt. Moment. Oh, war die Tür nicht bisher immer zu? Die Tür war doch bisher immer zu, ne? Das ist jetzt neu, dass die offen ist. Okay, dann gehen wir da mal durch. Die
Die war doch bisher immer zu, die Tür. Da geht's rein. Oh Gott, ich sehe nix. Oh, Achso, da ist ja auch eine Wand. Deswegen sehe ich nix. Gut. Gott, ist das düster. Oh. Es ist so... Ah, Taschenlampe. Das hilft. Taschenlampe hat Vorteile. Psst, nicht verraten. Hä? Moment. Ach so. Okay. Moment. Bin ich gerade im Kreis gelaufen? Ich wollte... Ah nee, ich bin hier rausgekommen, ne, gerade. Okay. Bla 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 bla. Na, dann gehen wir einmal hier runter. Wer bist du? Niemand? Niemand Wichtiges. Okay, das war's schon. Von innen verschlossen. Gibt's einen Weg rein? Aber wir können dahinter ist ein... Dahinter... Okay. Ja gut, da kommen wir nicht hin anscheinend. Piers zu. Gut. Tag. Hallo. Oh ja, ein bisschen. Ah ja, siehst du, rotes Plasma können wir mittlerweile auch ein bisschen verscherbeln. Haben wir wieder Cash in der Tasche dann. Wäre gar nicht so nutzlos. Oh. Uiuiuiuiuiui. Oh ja. Ach ja, siehst du, Minen und so. Können wir alles verscherbeln, benutzen wir fast gar nicht. Obwohl die Minen kann man tatsächlich nochmal gebrauchen. Wie viele haben wir eigentlich davon? 14. Ja gut, ich glaube nicht, dass wir so viele brauchen. Aber bisher habe ich auch kein Stack-Limit gesehen, also dass man die nur, weiß nicht, bis X, Menge X stapeln kann. Daher nehmen die so oder so Platz weg. Oh. So, gut. Machen wir erstmal einen Meter weiter. Und gucken mal, dass wir die CPU bekommen. Dass Mac noch lebt. Okay. Don't touch that. That's how things get lost. Ja, und? Hey, Alvin. Could you keep it down? I'm working with highly sensitive instruments here. I don't want to recalibrate them every time you say, hey. Anyways, I'm busy. Come back later. Okay. Don't touch that. That's how things get lost. Okay, ich muss ihn irgendwie loswerden. Ein interessanter Gedanke, einen eigenen Infiltrator zu haben, das könnte genau das sein, was wir benötigen, um diesen Krieg zu gewinnen. Forschungsprotokoll.
Forschungsprotokoll Dr. Alvin Scott. Nach gründlicher Analyse bin ich zu dem Schluss gekommen, dass sich Infiltrator-Haut unter dem Mikroskop nicht menschlicher Epidermis unterscheiden lässt. Sie haben ungefähr die gleiche Anzahl an Nervenenden wie Menschen, die Haut ist mit Haarfollikeln bedeckt und die Schweißdrüsen funktionieren. Die Terminator-Haut könnte in jeder Hinsicht als lebendes Gewebe kategorisiert werden. Es wird empfohlen, mehr darüber in Erfahrung zu bringen, wie die Haut auf verschiedene Arten der Stimulation reagiert. Vielleicht können wir dank dieser Ergebnisse irgendwann zwischen Terminator und Menschen unterscheiden. Was noch beeindruckender ist, ist das Herz-Kreislauf-System der Haut. Oder sollte ich sagen, das Kreislaufsystem, wenn man bedenkt, dass die Infiltrator ja kein organisches Herz besitzen. Die Blutversorgung übernimmt ein mechanisches Kreislaufsystem. Das Blut ist ein Biofluid und sollte mit Vorsicht gehandhabt werden. Es ist besonders wichtig, dass wir die Probe nicht kontaminieren. Okay. Wie kann ich ihn jetzt ablenken? Don't touch that. That's how things get lost. Okay, ich kann mit ihm nicht reden, ich kann nichts machen. Puh. I should leave. Why am I not leaving? Haben wir. Ja, was kriegst du denn so? War eine Flocke, aber ganz schnell. Erstmal vor hier stehen und raven, nachdem sie den bewussten Verlust erlitten hat. Na gut. Das finde ich jetzt aber doof mit Aaron. Wir hätten ja einfach sagen sollen, Mann, das ärgert mich wirklich. Das finde ich irgendwie doof. Das ist gar nicht gut, dass sie jetzt sauer auf uns ist. Ja, egal. Ist halt Pech. Moment, falsche Richtung. Wie war das hier eigentlich vorher abgesperrt? Ach, die Tür war zu bei Sektion B, genau. Da waren wir schon. So, Commander Baron. Ach, das ist die Rose. Vielleicht war das ein Antrag für ein Tattoo. Für sie. Ha, you're back. How is Hollywood Hills? Crawling with Terminators. And what about Mac? How's he? Is he compliant? Fine, but he needs Skynet security codes if we want him to reprogram that plasma rifle. Fair enough. Talk to Alvin about that. Okay, I will. Did Max say anything else? No, that's all he said. Okay. Talk to Alvin about those security codes and then come back to my quarters. I'll tell them to let you in. And one more thing, talk to Ryan. That buggy's been sitting there broken for too long. See if something's going on. I've got a suspicion that he's hiding something from me. Geh doch selber! Weißt du, die chillt sich hier einen ab und ich soll die... Ah, Mann, ey. Wir sind wieder Mr. Laufbursche, ey. So, dann erstmal nach hinten. Bevor wir die Main-Quest machen. So, was ist los? Hey, Jacob, what's happening? Baron wanted me to ask about that buggy. Is there a problem? Yeah, she's been nagging me to fix the electronics in this piece of shit for a while now. Do you think you can help me with it? Why are you asking me? You're the mechanic. Listen, I'm good with tools. You give me a car with a gasoline engine, I'll make it run. But this electronic shit? I don't know anything about that. Hell, most of my life, I lived without electricity. Yeah, good. Why not tell her? She won't let me cherry-pick my own responsibilities, you know that. She'll throw me right out of here if she finds out. That's why I need your help. Quartermaster will give you all the parts, tell you what to do. Just think about it. What's going on?
Was hast du früher mit Elektronik gemacht? How did you deal with stuff like this before? Oh, I usually ask Jennifer, one of the scavengers, to find a replacement for whatever it was I was supposed to fix. Yeah, I know. You don't have to say anything. Okay. Who did you say had those parts? Quartermaster. I'll talk to him. Sure. Take your time. I'll get right to it. Okay, also ich merke gerade. Warte mal. Reparatur. Kommandowende hat nichts typisch für die. Ich sollte besser nachsehen, wie es ihm geht. Was ist denn? Kann ich nicht mit. Jetzt. Ich hatte jetzt erwartet, dass ich mit Baron quatschen muss. Damit er rausgekickt wird, damit der heile bleibt. Aber Aaron haben wir ja jetzt verkackt im Grunde. What's going on? I'll get right to it. Doof. Ja, gut. I'm here to pick up parts for that buggy. Wasn't Ryan supposed to take care of that? Baron specifically asked me to keep an eye on it. Can he really fix it himself? Ryan wird rausgeworfen. Gut, haben wir bei Aaron verkackt. Wir müssen die Leute anschwärzen, was total dämlich ist. Anstatt denen einfach zu sagen, ey, ihr müsst gehen. Okay, Aaron wird halt draufgehen. Da müssen wir halt kacke zu den anderen sein, dann machen wir das so. No, he's been lying so that Baron would let him stay. She knew something was up all along. I'm going to report it, you know? I know. Ist aber so dämlich gemacht, sind wir mal ehrlich. What the fuck, Rivers? What you think would happen, huh? Baron's kicking me out. That what you wanted? I'm a dead man. Ja, scheiße. Ärgert mich jetzt sehr, ne? Muss ich ehrlich zugeben. Das jetzt. Okay. What? I'm actually jealous of Mac. He's out there alone. No one's bothering him. If I had those working conditions, I would be just as successful as him. He told me that I'll need some sort of a device to download Skynet security codes from an HK. Do you have it? Yes. About that. Do you remember that day in downtown? I do. It was very traumatic. And because of that, I may have forgotten to bring. Oh, ernsthaft? Including that device. And the quantum battery which powers it. You won't be able to use it without it. So, I guess I'm off downtown. Yes, you do that. Du blöder Pisser, Alter. Entschuldige meine Aussprache, aber den würde ich jetzt am liebsten. Den sollte man rauskicken.